Die Weltgesundheitsorganisation warnt vor einer deutlichen Zunahme von Krebserkrankungen. Einer Studie zufolge könnte ihre Zahl bis 2025 um rund 40% steigen. Dabei spielen das Bevölkerungswachstum und die steigende Lebenserwartung eine Rolle, vor allem aber ein zunehmend ungesunder Lebenswandel. Regierungen seien aufgerufen, durch Vorsorgekampagnen und Gesetze, beispielsweise Alkohol- und Tabakkonsum, stärker zu regulieren. Die Röntgenbilder einer Lunge. Diagnose: Krebs. Laut Weltgesundheitsorganisation war Lungenkrebs die am häufigsten diagnostizierte Krebsart 2012 weltweit, mit 1,8 Millionen Fällen, also 13% aller Krebserkrankungen. Gefolgt von Brustkrebs mit 1,7 Millionen Fällen, einen Anteil von 11,9%. Von Darmkrebs waren 1,4 Millionen Menschen betroffen, 9,7%. Trotz der steigenden Anzahl von Krebsfällen sieht der Bundesgesundheitsminister in Deutschland keinen Grund zur Sorge. In Deutschland können wir doch feststellen, dass dank des großen medizinischen Fortschritts die Lebensqualität, die Behandlungs-, die Überlebenschancen von Krebskranken sehr deutlich verbessert werden konnten. Am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg rät man vor allem dazu, Risikofaktoren wie das Rauchen zu meiden. Was dringend zu empfehlen ist, dass Menschen regelmäßig an Vorsorge- und Früherkennungsuntersuchungen teilnehmen. Denn je früher der Krebs entdeckt wird, desto größer ist die Heilungschance. Wo wir gerade über dieses kleine Detail mit den vergilbten Fingern sprechen, Rauchen. Sie haben vorhin erwähnt, dass Sie als Rechtsmediziner nicht sehen können, wenn Sie einen Körper öffnen, ob der Mensch Raucher war oder nicht. Also sowas wie diese schwarz gefärbte Raucherlunge gibt es nicht? Nein, also das, was man in der Ausstellung Körperwelten sieht oder auch sonst von der AOK dargestellt wird, diese schwarzen Lungen, die sind tatsächlich schwarz angemalt. Natürlich gibt es Raucherpigment, es gibt eine Anthrakose, aber ob jemand sein Leben lang an der Autobahn gelebt hat
oder zwei Schachteln Zigaretten geraucht hat am Tag. Das können wir an der Lunge nicht absehen. Das sind einfach, einfach Rauchgase, die einwirken, aber ob die nun durch Rauchen auf die Lunge gekommen sind, das können wir nicht sagen. Aber das ist interessant. Also da werden offensichtlich dann häufig Lungen eingefärbt, um uns allen ein schlechtes Gewissen zu machen. Und es ist auch deutlich gesünder, nicht zu rauchen. Aber wobei man natürlich sagen muss, natürlich kann Rauchen Lungenkrebs verursachen und ist gesundheitsschädlich. Das muss man natürlich einschränkend sagen. Aber diese Schocklungen, die immer gezeigt werden oder auch auf Zigarettenpackungen abgebildet werden, das gibt es so nicht mehr. Also ganz interessante Geschichte.